Eishockey-Derby Freiburg-Schwenningen ja am Sonntag stattfinden. Und wegen der Fasnet ist es vorverlegt worden auf Mittwoch. Mein Kollege Sascha Glunk, der war gestern in Schwenningen und hat ein denkwürdiges Derby gesehen. Die erste ordentliche Keilerei gibt's schon 20 Minuten vor dem Spiel beim Aufwärmen. Ganz klar, dieses Derby ist doppelt brisant, denn es geht nicht nur um die Vorherrschaft im Schwarzwald, sondern auch, und das wohl noch viel wichtiger, um die Qualifikation für die Playoffs. Und einer hat hier noch eine ganz besondere Rechnung offen. Danny Buski, der Wölfe-Rückkehrer, trug vor wenigen Wochen noch das Dress der Schwenninger. Oft genug jedoch saß er dort als überflüssiger Ausländer nur auf der Tribüne. Jetzt möchte Danny Buski seinem alten Arbeitgeber zeigen, was er drauf hat. 8 Sekunden gespielt, Danny Buski mit der ersten Chance für die Wölfe Freiburg. Der nächste Wölfe-Angriff, wieder Danny Buski, und der macht nach nicht mal einer Minute das 0:1. Klasse Einsatz gegen den Ex-Freiburger Bastian Steingroß. Und 400 mitgereiste Wölfe-Fans sorgen schon nach 52 Sekunden für Heimspielatmosphäre auf dem Bauchenberg. Und die Stimmung im südbadischen Block bleibt konstant hoch. Wenig später, Danny Buski jetzt hinterm Tor, legt auf für Sergej Stas. Unglaublich. Nach 8 Minuten führt der Aufsteiger beim eigentlich hochambitionierten SERC mit 2:0. Danny Buski lässt Bastian Steingroß wie beim ersten Tor ganz schlecht aussehen. Und die Party in Blau und Weiß und Rot geht weiter. Der Schwenninger Anhang dagegen in Erklärungsnotstand. Die vergangenen 4 Heimspiele haben die Wild Wings allesamt vergeigt und auch im Derby läuft für die Schwaben gar nichts. Schwenningen pomadig, kraftlos, ideenlos, ganz im Gegensatz zu den Freiburgern. Die spielen hier Hochgeschwindigkeits-Eishockey, belohnt mit dem 3:0 durch Patrick Woser. Klasse Vorarbeit vom starken Chris Billig, sein Kapitän, vollendet ein denkwürdiges erstes Drittel. Im Mittelabschnitt wird's für die Wölfe dann aber noch mal kurz brenzlig. Doppelte Unterzahl und das 1 Minute 45 lang, eine halbe Eishockey-Ewigkeit, in der Freiburgs Schlussmann Ronny Glaser die Übersicht behält. Was die Wild Wings auch versuchen, die Endstation heißt Ronny Glaser und so bleibt dieses Derby fest in Freiburger Hand. Der Schlussabschnitt. Schwenningen fällt nichts mehr ein und die Wölfe machen alles klar. Marek Ivan 4:0. Ein fast historischer Abend, denn es ist der höchste Freiburger Derby-Auswärtssieg seit Gründung des EHC. Mann des Abends ist Wölfe-Rückkehrer Danny Buski. Der hat mit einem Tor und einem Assist seine ganz persönliche Rechnung mit den Wild Wings beglichen. Na ja, bin ein bisschen Spaß. Die letzten 3-4 Wochen, ich bin nach Freiburg zurück. Und ja, es ist ein wichtiger, großer Punkt für uns heute, 3 Punkte. Und wir wissen, dass Schwenningen hat ein Spiel weniger wie uns. Und ja, also 3 Punkte heute, das ist egal, was machen, wer hat die Tor schießen oder nicht. Die 3 Punkte waren wichtig heute. Die Wölfe Freiburg auf dem besten Weg in die Pre-Playoffs. Oder ist da vielleicht sogar noch mehr drin? Fragezeichen. Den nächsten Fingerzeig gibt's am Freitag zu Hause im nächsten Derby gegen Heilbronn.